Ja, hi und willkommen. Mein Name ist AniRollP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play. Ja, ich habe Sand in den Augen. Ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, ich hatte einen sehr merkwürdigen Traum. Ich war ein Mädchen und ich hatte ein komplett anderes Pokémon-Team. Und ich musste noch mal gegen den vierten Arena-Leiter kämpfen, welcher ein komischer Junge mit einer Shy Guy-Maske war. Und ja, Sachen gibt's, ne? Und ich habe schon wieder Sand in den Augen. Ja, frage ich bestimmt, warum ich hier bin. Da ist diese Fossilientante und ja, ich habe mal gecheckt hier, boom. Anscheinend kann ich Fossilien abgeben. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie on-screen schon die ganzen Sachen eingesammelt hat, aber ich habe zwei verschiedene Fossilien und die kann ich ja jetzt miteinander verbinden, um irgendwas herzustellen. Und ja, ich würde mal sagen, das gucken wir uns mal an, was wir hier bekommen. Also ich gebe dir mal ein Vogelfossil und ein Paddelfossil. Alles klar. Mal gucken, was du dich verwandelst. Hoffentlich was Gutes. Ich mag eigentlich Fossilien Pokémon. Aber die Rückverwandlung ein voller Erfolg. Und nur Zeit durch die Galar-Region geschafft. Passt gut auf das Jahr. Ja. Lecryodon. Zeig mal. Was? Was bist denn du? Elektro-Eis. Wie sie durch das Zittern seines gefrorenen Oberkörpers entsteht Elektrizität. Das Laufen fällt ihm äußerst schwer. Das ist nicht Gestein zur Hälfte. Okay. So, wieder genau die gleichen, ne? Ja. Also wenn ich irgendwann noch mal so ein Dingen haben will, dann kann ich das machen. Du bist neutral. Angriff rund, Angriff hoch, Verteidigung runter, Voltabsorber. Also regenerieren stattdessen KP. Weiß nicht. Keine Ahnung. Kann man ja mal machen. Zuerst kommst du mal raus aus dem Team, würde ich sagen. Ja, interessant. So. Und dann nehmen wir wieder hier Kuro mit. Der bleibt ins Team, ja. Und dann gehen wir, bevor wir jetzt erstmal weitermachen, ich weiß jetzt nicht genau, wo wir jetzt hin müssen, aber ich nehme jetzt mal an, das ist hier rechts von Passback, wo wir hin müssen. Aber vorher gehen wir noch woanders hin und uns was abholen. Okay, ich habe mir irgendwas anderes vorgestellt unter einem fossilen Pokémon. Normalerweise mag ich ja richtig fossilen Pokémon. Ich meine, und ein Wasser-Pokémon wäre auch nicht schlecht gewesen. So, die sind meistens Gesteinwasser, so wie zum Beispiel unser Schöpfer, unser Lord Helix, gelobt sei Helix. Und ja, deswegen wäre nicht schlecht gewesen, wenn man fossilen Pokémon im Team hat. Aber ich kann ja vielleicht noch ein paar Fossilien irgendwann finden und versuchen, was ich noch daraus bekomme, und dann sehen wir mal. So, jedenfalls, sei gegrüßt, junger Mann. Darf ich dir etwas über das Wetter erzählen? Ja, natürlich. Wunderbar, dann fange ich so gleich an. Und es während eines Kampfes hagelt, dann allein alle Pokémon außer denen von Typ Eis jede Runde Schaden. Stärke von Attacken wie Solarschrei, die sich des Außenlichts bedienen, sinkt. Attacken wie Synthese und Morgengrauen stellen weniger KP wieder als üblich. Und die Attacke Blizzard trifft garantiert. Schön. Ein Eisbocken. So. Ah, komm doch morgen wieder vorbei. Okay. Gibt's noch einen? Regen, Hagel. Regen, Hagel. Warte. Heiß, heiß, nass, was gibt's denn noch? Hagel? Hagel, Sonntag, Redentanz. Schon wieder irgendeinen vergessen, ja, ne? Anscheinend gibt's noch mehr, sonst könnte ich ja nicht noch mal mit dem reden, ne? Gut. Dann gehen wir mal zurück nach Passback und gehen mal. Das sieht aber aus, als bist du mal nach oben, okay? Aber durch den Wald müssen wir so oder so, ne? Gut, machen wir das mal. Hoffentlich finden wir noch so ein paar Fossilien. Ich will vielleicht ein fossilen Pokémon in mein Team haben, wenn es Wasser ist. Also Elektro-Eis, das ist irgendwie komisch. Komische Verbindung. So ein halb gefrorener Vogel, der noch gar nicht richtig aufgetaucht ist. Ey. Komisch. Aber wie gesagt, unser Team ist sowieso noch nicht so richtig fest. Also, ja. Mal schauen. So, und diese Team Yell Idioten sind weg, das heißt, wir können jetzt hier durch. So, oh,
Du bist ein Trainer. Ein Trainer. Trainer. Raptor, ja. Yep. Hi. Suchst du nach Pilzen? Wusstest du schon, dass diese Pilze ja leuchten, wenn man sie berührt? Ja. Da bin ich über so einen Dämon-Pokémon gestolpert. Küchenchef. Atlan. Pokémon, okay. Ich krieg down. Ich weiß das, weil ich ein Pokémon im Schild habe und das ist nicht so gut. Also ja, Schaufler, keine Ahnung, ja. Tja, das war daneben. Also, jetzt kommt der hier. Ja. Ach. Das konnte jetzt wieder nervig werden. Weil die RNG wahrscheinlich wieder voll auf meine Seite jetzt ist hier, ne? Pass auf. Ja. Oh nee, ne? Tu mir jetzt nicht so ein Blödsinn hier an. Vor allem, du tust mich damit irgendwie nicht besiegen. Du tust mich irgendwie bald nicht hier nur Zeit verschwenden. Danke. Okay. Na oh, komm. Danke. Wir sind der mit seinem Hokumir genauso wenig Glück wie ich. Hat nicht mal Erfahrungspunkte halbwegs zu geben. Lammelups. Ja, du. Du bist wahrscheinlich Pflanze, also. Hahaha. Ja, komm, irgendwie. Bau deinen Vorsprung ein bisschen heraus. Die ist auch nicht so, dass irgendwie viel aussieht. Also, so das viel bringt. Wow. Boom. In die Fresse geht. In die Fresse getreten. Raptor, Level 35. Sandsturm. Sandsturm. Er hat gefehlt. Muss schon sagen. Dankeschön für die Antwort. Ja, aber weiß ich nicht. Oder du bist Geist. Wusste ich das schon? Ich weiß nicht. Aber diese Brocken kann man sich ja jeden Tag mal so abholen, aber so nützlich sind die jetzt eigentlich nicht so kompetitiv. Also, wenn du irgendwie so ein Sandsturm-Team oder irgendwie sowas hast, dann baust du dir normalerweise ein Team auf mit einem Pokémon, das Sandsturm schon kann, so als Fähigkeit. So stark Pokémon-Trainer wie dich findet man selten als kostbare Pilze. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, so ein Explosion mit Hagelalarm oder irgendwie sowas. Anstatt irgendwie so ein Pokémon auszurüsten, das diese Dinge hat. Eigentlich soll es hier im Wirrscheinwald extrem seltene Pilze geben. Ich würde zu gerne davon welche finden, um aus ihnen Curry zu zaubern. Du. Ich weiß gar nicht, bleiben die an, wenn ich die einmal anmache? Ich meine, die bleiben an, ne? So aus. Ups. Was? Okay. Ein Bämon erscheint. Und ja, die Entwicklung von dem Teil habe ich schon im Schild gesehen und das sieht irgendwie sehr komisch aus und da wollte ich dann nicht mehr. Weiß ich nicht. Und ja, danach gehe ich bei meinem Pokémon, okay. So. Es scheinen auch keine Pokémon hier so normal aufzutauchen, also jetzt so rumzulaufen, weil mich ein bisschen stört. Also ich voll schwer gemacht habe, Ponita in Schild zu fangen. Vor allem diese Art von Pokémon mit diesen Ausrufezeichen, die sind auch irgendwie. Okay, vielleicht gehen die Lichter doch aus. Die sind irgendwie, glaube ich, in der Regel höher gelevelt. Und Blendpuder. Nee. Und ja. Ich konnte halt zu dem Zeitpunkt noch nicht Pokémon über 35 fangen. Was auch extrem nervig ist. Also musste ich irgendwie, weiß ich nicht, warten, bis ein Viech auftaucht, das Level 35 mindestens ist. Da muss ich auch noch Glück haben, das fangen zu können. Oder
Glück haben, dass es überhaupt auftaucht. Also ja, das war nervig. Ich mach mal diese Pilze einmal an. Und ey, da liegt ja was. Super, heller. No, Doppelkampf, Großwurzel. Stehe, KP stehen in Attacken. Ich weiß, wenn ich das gebe, ein Pokémon-Schild. Oh, Licht. Doppelkampf. Ja, Raptor und Lauch, würde ich sagen. Der den dicken Lauch ausgerüstet hat jetzt. Ich hoffe, du entwickelst dich jetzt, wenn ich das ausgerüstet habe. Ich finde Eisenbahn einfach fantastisch und unglaublich praktisch. Warum? Naja, weil viele Pokémon und Menschen gleichzeitig in sie reinpassen. Wir sind mit einem von Galas Zügen hergekommen. Ob sich unser Leben durch Begegnung mit dir etwas ändern wird? Naja, nicht wirklich. Ich bin ziemlich uninteressant. Mutprobenpärchen Marco und Veronika. Was? Okay, Kelia und Wolnona. Das ist ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Von unserem Setup hier. Du machst das und was? Ach, weil jetzt safe P ist, ne? Boah. Ja, da, ich finde das so komisch, ey. Wenn Pokémon, die früher einen anderen Typ waren, irgendwie jetzt irgendwie noch Fee dazu sind, ey. Ich bin auch voll dämlich, ey. Muss ich mich immer noch angewöhnen. Ich bin auch gewöhnt, dass Kelia nur Psycho ist. Oh Gott. Oh ja. Ich vergaß. Ich bin auch schwach gegen das Teil. Nee. Ja, Kuro könnte. Ja, komm, Kuro. Ich sagen dann. Okay. Können da natürlich Lauch nicht für einen Kampf irgendwie drin lassen, damit der vernünftig levelt, ne? Da, bitte geh kaputt. Das gibt's jetzt nicht. Keine Wirkung auf Kuro, ja. Ne, warte, ich habe eine Idee. So, du auch. Es ist, können die jetzt überhaupt auf mich zielen? Gehen die aufeinander jetzt los? Nee, schade. Da kommt der erste. Boom. Ja, war das jetzt voll witzig irgendwie. So, Lauch, Level 36, bitte entwickle ich nach diesem Kampf. Wir wissen ja schon, wie die Entwicklung aussieht, leider. Ja. Aber jeder weiß, wie die Entwicklung schon aussieht, ne? Wegen Facebook und so. Eine Bahnfahrt lässt sich der Trauer bei einer Idee sehr gut vergessen. Ist einfach zu stark. Ich suche lieber nach jemandem, gegen den ich eine Chance habe. Ah, verdammt. Die unzählige Träger, die besser oder schlechter sind als man selbst. Man sollte sich einfach nicht von allen dem anderen vergleichen. Oder irgendwie sowas. Schnarcher. Und ja, ich will übrigens nicht wissen, wie sich Pokémon entwickeln. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einfach nur A gemasht. Ich will nicht wissen, wie sich bestimmte Pokémon entwickeln. Das werde ich schon irgendwann selber rausfinden. Ich finde es halt nur etwas komisch, dass sich Porenta noch auf Level 36 noch nicht entwickelt hat. Also könnte natürlich normal sein, aber er ist ein verdammt hohes Level, also denke ich vielleicht nicht. Aber man weiß ja nicht, vielleicht muss ich irgendwas Kryptisches machen oder so, aber in dem so ist, dann werde ich das schon irgendwann herausfinden, hoffentlich. Ich will auch keine Tipps haben oder so. Wäre das schon irgendwie. Ich hoffe nur, dass sich das Ding irgendwie normalerweise entwickelt.
Na komm, machen wir so einfach. Ich bin die Erwachsenenregent, auch wenn man sie berührt. Berühren. Madame Eleanor. Sehr wohl. Das Ding sieht irgendwie aus wie ein Verwandter von diesen einen Pokémon aus Schwarz und Weiß, dieser XP-Spender, aber ich habe keine Ahnung, was du für ein Teil bist. Schlangenblick. XP oder so, ne? Warum nicht? Der Psycho, keine Ahnung. Aber wie heißt das Ding nochmal? Hat irgendwie in so wackelnden Grasbüschel immer finden konntest und hat irgendwie voll viele Erfahrungspunkte gegeben hat. Das sieht aus wie das Viech, nur halt im Pink irgendwie, finde ich. Kameradschaft. Hast du nichts Effektives gegen mich? Versuch mal Wirbler. Mit dieser Psycho. Oh ja. Aber auch nicht viel abgezogen. Oh nee. Na. Dreck. Flora. Jetzt kurz vor dem Level ab. Ja, fangen wir jetzt auch noch damit an. Hör auf, dich mit mir anzufreunden. Ich will dich umbringen. Ich könnte nicht Schild einsetzen, aber komm. Geh kaputt dadurch. Ist das eine physische Attacke? Ich glaube ja. Na. Was ist das? So. Level up. Und noch so ein Teil. Ehrlich. Ja, dann mache ich aber den hier diesmal. Ja, wegen sowas. Lichtschild, das soll euch für spezielle Angriffe, ne? Reflektor ist für Angriff, so für normale Angriffe. Also physische Angriffe, das ist schon, was ich meine. Boah. Ihr sagt mit Zauberland ist magisch. Spezialangriff. Das ist schon, was ich meine. Ja, sieht spezial aus. Ja. Würde ich auch gerne einen besseren Angriff haben. Okay. Was ist das? Und du bist weg. Ja, ich habe nicht Schild. Was machst du jetzt? Genau, da habe ich mir gedacht. Okay. Konter. Das ist nicht so ein gute. So eine gute Attacke für den, finde ich. Für Konter müsstest du Sachen aushalten. Wenn ich einen Kampf verliere, berührt mich das, aber anders als die Pilze werde ich eher finster. Aha, ich bring dich um. Was? Manche Pilze leuchten, wenn du sie berührst, aber mit der Zeit wird ihr Licht wieder schwächer. Dankeschön. Oh, da ist die Entwicklung von dem Teil. Ja, weiß nicht. Pilzebub. Der Teil sieht irgendwie komisch aus. Level 38, ehrlich. Lass mich mal abhauen. Oh Gott, ich muss Pokebook kaufen. Ich habe irgendwie voll viele Pokepuppen in Schild. Ich sollte ich mal vielleicht auch hier kaufen, wie blöde. Leuchtmoos. Ja, steigt seine. Okay. So, war jetzt hier nicht irgendwie was. Nee, da oben. Zu früh. Na warte mal. Oh, ich bin falsch gegangen. Ich will auch diese Thermen haben. Boah. Keine Ahnung. Nein, ich habe schon wieder gemacht. Ich wollte schon sagen, wenn das Ding jetzt wieder hier auftaucht, ne? Voll die Octopath Traveler Vibes in so einer Art Dungeon irgendwie. Kehrtwende übrigens.
habe ich auch so irgendwann mal hier so einen Detektor geben wird, so versteckte Items zu finden, ob wenn es überhaupt welche gibt. Ich habe so das Gefühl, da kommt wieder irgendwas. Was? Okay, warte. Na, ist das hier so dunkel und ich sehe den Part nach links oder rechts nicht. Aber nö, anscheinend nicht. So. Oh, cool. Das sieht ja mal nett aus hier. Und da schon die nächste Arena, oder? Okay. Bobo. Oh. Farbelly. Eine charmante Siedlung, die zwischen den Wurzeln riesiger Bäume erbaut wurde. Okay, wenn du was sagst. So. Ich hab schon nachguckt, was hier neue Sachen alles zur Verfügung stehen. Ja, Pokémon, ich kaufe mal ein paar. Jetzt mal, wie viel Asche ich habe. Ich mal was dafür ausgeben könnte, ne? Ich schaue das gewisse Etwas, und mit dem sie einen heimlich still und leise in einen Bann zieht. Wer sich im Wirrscheinwald verläuft, hat das wahrscheinlich den Feen-Pokémon zu verdanken. Diesen seltsamen leuchtenden Pilzen wollen uns die Feen-Pokémon einen Streich spielen. Diese dreckigen fällt mir gerade ein. Ich habe euch schon wieder hier bestimmt Poké-Jobs erledigt, ne? Du hast einen neuen Orden. Das gibt jetzt neue Aufträge für dich. Sieh dir ja mal an. Na, erledigt. So, habt ihr was auf Reihe gebracht? Anscheinend ja. Exzellente Arbeit. Alle haben einen tollen Job gemacht und Menge Erfahrungspunkte bekommen. Ja. Zwei Packungen und Toastbrot. Was? Alter. Steigender Basiswert. Was? Oh, kann man damit EP-Training machen? Dauerhaft offene Stellen. Ah, kann man damit Dings, das ist mal nicht schlecht vielleicht. Ja, Portion Muskeln. Habe ich Kampf-Pokémon? Ich habe Rabauts. Das war's. So, du bist auch Kampf, ne? Was weiß ich hier? Was muss ich 7 hinschicken? Habe ich gar nicht so viel, ne? Ja, komm, das stecken kann ich, mach mir nicht irgendwie, also nicht, keine Ahnung, wann ich das machen kann. Irgendwann, jetzt nicht, jetzt kein Bock. Oder vielleicht eigentlich am besten wäre, wenn ich jetzt hier so tagelang jedes Mal nachgucke. Okay, ja, so früh habe ich jetzt nicht mit dem Arena-Leiter gerechnet. Wäre schon was, ein, zwei Parts hier hintereinander fast. Frank, so heißt mein Opa. Ah, warte mal, da war ja was. Bobo, Bobo, Chaka, 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 Chaka. Ich bin ein Pokémon, los, kämpf gegen mich. Okay, ich erkläre mal, wie ich das sehe. Gehören Hoplo und Thermopod dieselben Art an? Nein, oder? Und doch, was zeichnet sie beide als Pokémon nicht wahr? Hoplo und ich gehören verschiedenen Arten an, genau wie ich und Thermopod. Im Umkehrschluss wäre es also nur logisch, mich auch als Pokémon zu betrachten. Ergibt das Sinn, oder? Zwar nicht gemeint, aber du musst mir nicht nur aus Höflichkeit zustimmen. Ich sehe ja selbst, dass der Vergleich hinkt und es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Ich habe dir nicht zugestimmt. Ich wollte bloß gerne ein Pokémon sein. Gib nicht auf. Ich habe es, Kleider machen Leute, sagt man doch, oder? Ein Outfit beeinflusst das Innenleben. Das heißt, wenn mir ein Outfit das Gefühl gibt, ein Pokémon zu sein, dann bin ich das ja quasi wirklich zu einem Pokémon geworden, nicht wahr? Aber bist du so gut, ein Outfit zu tragen, das meine wohlende Leidenschaft verkörpert? Am besten ein Design, bei dem man das Gefühl hat, das Feuer förmlich zu spüren. Ich tue jetzt nicht meine Klamotten ändern wegen dir. Herr Pokémon Trainer. Hallo. Papella ist gefühlt schon ewig eine Leiterin dieser Stadt. Ja, da ist so diese Omi. Im Papellas Stadion gibt es auch eine kleine Bühne. Ja, ich bin Frank. Warst du bisher, um mir einen Brief zu überbringen? Du gibst ihm den vergilbten Brief. Mal schauen, von wem er ist. Meine Güte, von Paulina?
Paulina? Ja, doch, Paulina, ne? Ach, da werden Erinnerungen wach. Wir haben schon oft zusammen gespielt, als wir klein waren. Aber irgendwann ist sie sehr krank geworden und wollte das von mir geheim halten. Deswegen haben wir uns fürchterlich gestritten. Dann ist meine Familie plötzlich weggezogen und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Ging es Paulina gut, als du sie gesehen hast? Weiß ich nicht. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Ja, es war eine Belohnung dafür, dass du mir ein Stück meiner Jugend wiedergebracht hast. War nicht ein kleines Mädchen, den Brief geben wollte? Ein Item zu tragen, der Schal den Initiativwert, aber nur eine Attacke ist einsetzbar. Voll die Competitive, sagt schon. Hast du Freunde, die dir sehr wichtig sind, Junge? Wenn ja, solltest du sie immer wertschätzen. Mann, du stört sich, ich unterhalte mich gerade. Mit der Wand. Deinen Kindern stimmt irgendwas nicht. Enkelin, keine Ahnung. What? Okay. Geh rein. Brich ein. Oh, du hast also in Erinnerung von Passback gerungen. Da meinst du diese Themen hier sicher einzusetzen. Bürde. Hey, das habe ich doch ein Schild bekommen. Dann selbst verzeihen deinen Pokémon Attacken verschiedener Typen beizubringen. Ja, wenn die mal lernen könnten. Pokémon-Trainer ist so eine Entwicklung schon eine vertrackte Angelegenheit. Ein Pokémon wird dadurch zwar stärker, aber sein altes Aussehen geht unwiderruflich verloren. Willst du wissen, wie man ein Pokémon zu mehr Stärke verhelfen hat, ohne dass es sich entwickelt? Ja. Am besten erkläre ich das beim Flottenkämpfen. Auf die Plätze, fertig, Kampf. Was? Oh, die hat mich ausgetrickst. Kerala. Geh los, Raptor, du schaffst das. Sehr effektiv. Ach, du bist Psycho, ne? Oder auch nicht. Was? Reflektor. Komm jetzt nicht mit so was hier. Dann komme ich dir eben mit so was hier. Schlangenblick. Schau mir in die Augen. Ich hätte das Ding eigentlich K nennen müssen. Legt ihr mir jetzt was irgendwie über EV bei oder so? Ja, ganz schön krass. Aber wenn du ein, zwei Mal paralysiert werden würdest, das wäre sehr nicht schlecht. Danke. Ich mache sowieso keinen Schaden. Also. Ja, versuch mal zurückschrecken. Paralyse. Irgendwas wird schon funktionieren. Na, ich kann ja nicht vernünftig mit einigen kämpfen, habe ich so Gefühl. So, aber weißt du, wer nicht so schlecht gegen mich aussieht? Du Lauch. Also kommen sie mit Psycho-Attacken. Mehr daran habe ich jetzt nicht gedacht. Verdammt! Käfer gebogen. Ja, da dürfte nicht effektiv sein. Boom. So muss ich unbedingt mal. Boah, okay, da war ein Foto. Ich wollte schon sagen. So. Abschlag. Na, was für ein Item gerade ausgerüstet, das wäre vielleicht dann gut. Ja, okay. Und dazu Evolit. Ah. Ja, okay. Macht Sinn, ne? Das ist ein nicht schlechtes Item, finde ich. Benutze ich hin und wieder gerne, weil ich hin und wieder nicht komplett entwickelte Pokémon einsetze. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass du das Panzer, den Panzer von Kea da durchbrichst. Oh! Entwicklungszeit. Nano Raptor entwickelt sich. Bitte sieht awesome aus. Okay. Sanaconda. Schon wieder sehr interessantes Design. Sind seinen ganzen Körper zu sagen, kann es 100 Kilogramm Sand aus den Nasenlöchern feuern. Geht ihm der Sand aus, fehlt es dem Mut. Warum sehen die Entwicklung immer merkwürdiger aus als die Vorentwicklung? Kerala war doch eine ziemlich harte Nuss, oder? Und das, obwohl es sich noch nicht voll entwickelt hat. Das Geheimnis liegt in der Embolit hier. Ja, damit. Ja, Verteidigung, Spezialverteidigung. Sich, wenn ein Pokémon, das sich entwickeln kann, ein Evoli trägt, steigt seine Verteidigung, Spezialverteidigung. Das ist gar nicht mal so schlechtes Item. So, wie sieht es denn jetzt mit Raptor aus? Ah,
von Staatsproblemen, das hat er schon, ne? Das glaub, warum nicht? So, wie wär's mal, wenn sich Lauch entwickelt, das wäre doch mal nicht schlecht. Das ist wirklich der einzige, den es gerade echt irgendwie notwendig ist, habe ich so ein Gefühl. Lumpy. Yep. Okay. Kamera heilen uns da. Geh mal vor dem Stadion, weil ich weiß doch ganz genau, da kommt noch irgendwas. Ich lass mich doch nicht jetzt hier einfach so in die Arena reinrennen, ohne dass irgendwas passiert oder so. Ob da noch irgendjemand, zum Beispiel Hopp. Da liegt noch was? Nee. Ich dachte, ich habe da gerade ein Leuchten gesehen. So. Lauch, jetzt mal ganz ehrlich. Komm. Pass auf, jetzt kommt hier noch was. Pass auf. Nee? Okay. Das ist ja im nächsten Part gehen wir schon und hauen die nächste Arena hier Platz, so wie das ausschaut, ne? Gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und warte mal, gibt es noch irgendwas, was ich machen kann zwischendurch? Ich glaube nicht, ne? So, dann haben wir im nächsten Part halt die. Ich nehme an, das ist hier, wie heißt sie? Papella. Hm. Sie ja, ne? Jetzt um 10 Zeichen, warte mal. Nee, du hast 193, ich glaube Neo hatte 291, ne? Gut, dann ja, sie ist als nächstes dran, ne? Das wäre der fünfte, er ist der achte Arena-Leiter. Mehr kennen wir noch nicht, ne? Und dann gibt es noch diesen Steintypen, das sind dann 7, die wir kennen, und einer ist ja nicht aufgetaucht, ne? Oder habe ich jetzt hier was vergessen? Keine Ahnung. Jedenfalls in der nächsten Folge kümmern wir uns um Papella Fragezeichen. Ja, ich nehme an, das ist sie, ne? Welche ja dann eigentlich gar nicht so stark sein dürfte. Da habe ich die jetzt Feen Pokémon ein, oder? Was habe ich denn gegen Feen Pokémon? Ich habe Big Tox schon wieder. Koro ist schon wieder irgendwie im Nachteil. Ja, gut. Eigentlich nur Big Tox Dreck. Aber wir sind ja irgendwie kaum stärker geworden jetzt, ne? Soll man denn das machen? Ja, wird schon irgendwie klappen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie das hier abläuft. Ich bedanke mich jedenfalls alle fürs Zuschauen und hoffe, ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Dankeschön und tschüss.